So, da sind wir wieder. Nicht wahr? Hallöchen. Dark Angel ist auch am Start. Und wir sind unterwegs zur Blauen Lagune in Beckum. Da gehen wir jetzt mal drum rum. Also erwartet keine mega lange Wandertour. Vielleicht einen besseren, ausgedehnten Spaziergang. Nicht wahr? Bist du bereit? Jawohl. Siehst du? Und wir nehmen euch mit. Was sehe ich da? Sehe ich ein Baumhaus? Das war vielleicht mal ein Baumhaus, hä? Wirklich? Oder irgendwas in der Art. Und ein Tor. Ja, siehst du? Da musst du jetzt natürlich durchgehen. Ist wahrscheinlich abgeschlossen. Denn man kann ja nicht links und rechts her, weil das geht nicht. Man muss durch das Tor gehen. Ihr wisst das ja, ne? Wenn ihr ein Tor in der Landschaft seht, müsst ihr da durch das Tor gehen. Das geht nämlich nicht anders. Ja, was ist das? Ein Baumhaus? Ein Hochsitz? Auf jeden Fall die Reste von der. Ja, irgendwas ist das. Wahrscheinlich, wenn du da durch das Tor gehst, teleportierst du dich bis da oben hin. Hm? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie soll man sonst da hochkommen? Es gibt keine Leiter. Guck doch mal den schönen Weg an. Ja, ich guck doch mal den schönen Weg an. Und was macht Dark Angel? Das ist brav. Aber du musst natürlich wieder deiner Sucht hier frönen. Mhm. Diese Raucher. Oh, diese Nichtraucher. Ja, ja, diese Zuschauer, die dich alle dabei gesehen haben. Mach das ja ordentlich. Ja, du machst das ordentlich, jetzt richtig. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier weitergeht und wir holen euch gleich wieder dazu. Die Bäume sind hier echt schön, ne? Ja. Schön verwunschen gewachsen. Eine kleine Allee. Ja, eine kleine Allee. Das ist auch schon eine größere Allee. Und die Bäume sind schön. Einzige, was ein bisschen stört, ist die Autobahn. Ja, die Autobahn und der drehende Mercedes stehen da hinten. Windkraft, Energie, ja gut. Besser als Atomkraft, ne? Ja. Aber das gibt's ein bisschen Blick auf freies das Feld. Hat was, ja. Das, da gibt's gleich einen Blick auf freies Feld, das stimmt. Schöne Aussicht. Ja. Ja. Und Dark Angel, gefällt es dir hier? Jawohl. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber ihr gefällt es schon. Ihr geht ja jetzt auch nicht bergauf. Deswegen ist sie total entspannt und muss wahrscheinlich heute auch nicht fluchen, oder? Nee. Nö, ne? Erstmal Erinnerungsfotos machen. Ja. Insta-Story? Ja, zu sehen bei ihr in der Insta-Story. Auf dem Profil Dark Angel. Bis später. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da geht's gleich irgendwie rum. Dark Angel vermutet ja eine super Aussicht. Ich auch. Hoffe ich zumindest. Lass uns mal überraschen. Oh. Da geht es her, ja. Oh. Ja, oh. Wow. Ja. Wie gesagt, ich war hier noch nie, aber das ist doch schon mal geil. Alter Schwede. Jetzt mal einen ganz langsamen Schwenk hier rum. Das ist die Blaue Lagune in Beckum. Und so ganz findige Zeitgenossen, die finden auch den Weg da hinten. Es kann durchaus sein, dass wir diesen Weg auch noch finden. Und da hinten, wo ich jetzt die Kamerarichtung hinhalte, da müsste ein Weg hergehen, dass wir dann links und rechts das Wasser haben, von uns aus gesehen.
Und ja, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber hier gibt es Möwen. Wir sind nicht an der Nordsee. Immer noch nicht. Aber das ist doch mal geil. Dark Angel, was hast du dazu? Dark Angel fotografiert. Dark Angel ist total gechillt. Total begeistert. Kann so auch sein. Das Wetter ist heute auch einigermaßen passend. Bisschen bewölkt, aber trocken. Und es sieht nicht nach Regen aus, das finde ich gut. Dann holen wir euch gleich wieder dazu. Das ist schön hier. Fuß würde jetzt sagen, da stehen ganz viele Sauerbraten auf der Weide. Ich mag keinen Sauerbraten. Nein, du magst keinen Sauerbraten. Das ist jetzt hier wieder eine Mutprobe, weil Dark Angel hat Angst vor Pferden. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ja, aber wenn sie hinterm Zaun sind, dann sind sie nur halb so gefährlich. Pass auf, das frisst sich. Vielleicht ist der Arm weg. Gleich. Fass. Fass, Fury, fass. Ja, das Pferd hatte wahrscheinlich mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und, wie war die Erfahrung? Ganz weich. Ja, Traumabewältigung oder wie, ne? Doch, hinterm Zaun macht man das. Oder Schocktherapie oder wie man das nennt. So schlimm ist es nicht. Nein, nein, so schlimm ist das nicht. Das kann sein. Ohne Zaun drumherum ist blöd, ja. Nachdem ich das Pony als Kind fressen wollte, mag ich das nicht mehr. Pferde haben dich zum Fressen gern. Ja. Und da hinten, geneigter Zuschauer, sehen Sie die Autobahn und frei lebende LKWs in ihrer natürlichen Umgebung. Da hängt er und sagt nichts. Aber er passt auf uns auf. So, und so wie das aussieht, ist das hier auch wieder ein Teil vom Werseradweg? Naja, lass uns mal überraschen, oder? Was sagst du dazu? Wie nur da aufpassen, dass ich die Leute nicht drauf kriege. Sonst werde ich verklagt. Das will ich ja nicht. Weiter geht's. So. Dark Angel schlägt sich durch die Wildnis. Ja, muss aber aufpassen, dass du nicht den Halt verlierst. Ja, hier ist es echt schön. Und da hinten irgendwo, da ist die Aussichtsplattform, wo wir eben gestanden haben. Aber wenn man hier nicht laufen könnte, dann wäre das hier auch abgezäunt, denke ich mal. Man muss halt jetzt hier nur ein wenig Obacht geben. Sonst liegt man hier auf Schnauze und das muss ja auch nicht sein. Dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter runter und gucken mal, wie weit wir da rankommen. Ans Wasser.
Und was macht Dark Angel? Aufpassen, dass sie nicht fliegt. Aufpassen, dass sie nicht fällt, ganz genau. Weil der Name prädestiniert ja nicht gleich dazu, nicht zu fallen, ne? Ja. Oder zu fliegen. Zu fliegen, ja. Boah, hier ist voll die Plattform. Hier ist die Plattform, ja. Wow. Ich habe mal gelesen, dass das hier auch ein Teil zum Schwimmen freigegeben sein soll, aber das glaube ich irgendwie nicht. Das ist bestimmt nur ein Gerücht. Ja, ich möchte nicht wissen, was da sonst noch unter der Wasseroberfläche ist. Guckt euch das mal an. Ja, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Und das ist ein ehemaliger Steinbruch. Und ich würde sagen, das ist doch mal geil. Das ist mal richtig geil. Direkt am Meer. Ja, direkt am Meer. Am Beckumer Meer. Aber das hat was. Gerade hier liegt jetzt auch nicht so viel Müll rum. Gott sei Dank. Das habe ich aber auch schon mal anders gelesen, bei Facebook in der Gruppe, in der Beckumer Gruppe, da hieß es, dass hier echt viel Müll in letzter Zeit rumlag. Aber das ist wahrscheinlich schon entsorgt worden. Das finde ich gut. Und je weniger Müll, desto besser. Ein bisschen liegt natürlich immer noch rum. Kronkorken. Zigarettenkippen. Ahnung. Aber ein herrliches Fleckchen. Aber es ist trotzdem schön. Und das Wetter ist heute wirklich gut. Es passt dazu. Sind wir glücklich? Ja. Wir sind glücklich. Und dann wieder ab nach oben. So, jetzt halte ich euch mal am ausgezogenen Stativ. Mal hier eben über das ganze Gemüse hier. Hast du was Schönes entdeckt? Fall da bloß nicht runter. Hm. Und hier sieht das doch ein bisschen loser aus, der Untergrund. Der zweite Teil. Das ist der zweite Teil, ja. Das ist das, was wir eben nicht gesehen haben von der Plattform aus. Ja, hier könnte man vielleicht schwimmen, aber hier kommt man nicht runter. Ohne sich den Hals zu brechen, also. Ich möchte hier nicht runter. Schon gar nicht in Badeausrüstung. Was soll denn da hinten ist noch irgendwie eine Möglichkeit, aber das würde auch ausgeschildert sein, wenn man hier schwimmen könnte. Das ist es nicht. Ich habe zumindest noch kein Schild gesehen. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das hier nicht erlaubt ist zu schwimmen. Denn es gibt ja schließlich den Tuttenbrocksee hier in Beckum und da kann man schwimmen, aber hier ist ja, das ist ja nicht der Tuttenbrocksee. Das ist ja die Blaue Lagune. Von daher denke ich mal, dass das hier nur zum Rumwandern ist, auf dem Rundweg, der hier rumführt. Und zum wunderschönen Angucken. Ja, zum wunderschönen Angucken auch, ja klar. Ja, ich gehe wieder hoch. Du gehst wieder hoch. So, da vorne teilt sich der Weg. Das könnte sein, dass da noch eine Aussichtsplattform ist. Da lassen wir uns mal überraschen, ob das auch so wirklich ist. Ihr werdet es erfahren. Dark Angel hat sich auch schon halb ausgezogen. Es ist doch wärmer als gedacht. So, Baden ist hier also verboten. Warum? Weil da Fische drin sind und du die Fische nicht beunruhigen möchtest. Ja, ich komme da gleich mal hin. Also ist hier Baden grundsätzlich verboten, so wie es aussieht.
aber das ist nicht schlimm. So bleibt das wenigstens hoffentlich so schön, wie es ist. Schade, dass es kein Geruchsvideo gibt. Hier riecht es wie am Meer. Ja, es riecht hier ein bisschen fischig. Aber schaut euch das mal an. Ihr müsst da hinten hingucken, nicht mich angucken. Da hinten. Das ist viel schöner als ich. Dark Angel ist begeistert. Das finde ich gut. Ist halt nur doof, dass man die Autobahn hier genauso hört. Ne? Aber dieser Anblick entschädigt für vieles. Ja, dieser Anblick entschädigt für vieles, das stimmt. Ich schlag mich wieder ins Gebüsch. Ja, sie schlägt sich wieder ins Gebüsch und ich folge ihr unauffällig. Ich bin dein Schatten, ich folge dir. Ja, aber ich sag, pass immer schön auf, dass du da nicht ausrutschst. Sie hat zwar heute etwas festeres Schuhwerk an, aber immer noch keine Wanderschuhe. Obwohl sie Wanderschuhe zu Hause hat, die sie nicht benutzt. War mir zu warm. Ja, ja, das ist schon klar, dass du das wieder sagst. Ist das herrlich. Das ist herrlich, ja. Das sieht so unberührt aus, obwohl hier so viele Leute manchmal herkommen. Aber das ist schön. Das ist so ein Kleinod mitten in der Stadt. Das finde ich voll gut. Es ist keine lange Wanderung, aber das hat sich schon gelohnt, hier hinzukommen. Das ist ein herrlicher Spaziergang, ja. Das werden wir natürlich heute nicht machen. Gehe ich mal von aus, dass wir das nicht machen. Denn wenn man hier ist, kann man das ja auch mit einer Städtetour verbinden. Dann in die City nach Beckum rein. Denn so hässlich ist die Innenstadt von Beckum jetzt auch nicht. So, und da kommen Leute, das muss ich mal eben die Kamera ausmachen. Bis später.